freitags vielleicht. Aber es ist Samstag jetzt, okay. Ich sehe die HP von dem Viech. Wie schnell sie gerade gesunken sind. Freitags vielleicht. Ja, ja, ja. Und zurück ins Pokémon. Sehr gut. Bloß keine Heil-Items brauchen. Nein. Schön sparen für den Notfall. Ja, ist teuer. Dead Alley. Du könntest übrigens mal nach der Zuneigung von Knospi vielleicht mal zwischendurch gucken, weil durch rumlaufen geht die auch hoch. Ich bin ja ziemlich oft rumgelaufen, oder? Warte, da ist es. Komm her! Oh, 2! Ja, dann dürfte es sich bald entwickeln. Bei Tag aber nur irgendwie, oder? Bei Tag, ja. Ich schätze mal, jetzt so knapp über 200 hat es dann wahrscheinlich. Kannst ja noch ein bisschen damit kämpfen und dann kriegst du ein wunderbares Roselia. Roserade ist die zweite Entwicklung. Mit ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Auf einmal ist es 11 Uhr morgens. Ganz plötzlich. Es ist auf einmal so hell geworden. Das Licht. Es blendet. Wir sind Gamer, wir vertragen kein Tageslicht. Scheiße, steht ganz am Anfang vom Level. Tja. Kann ein bisschen dauern. Raupi, Wumpe! Hallo, Wumpe! Was geht? Gott. Das willst du doch unbedingt weiterentwickeln, ne? Bisschen? Also als Knospi bringt's mir halt irgendwie nichts. Es kann halt irgendwie nichts. Knospi hat so geringe Werte. Das Roselia ist schon ganz cool. Knospi versus Knospi! Ich hab gerade gesehen, wie viele Erfahrungspunkte das Viech gebracht hat. Das dauert. Das kann ein bisschen dauern. Du könntest auch Dinges in den EP-Teiler wegnehmen, dann geht's ein bisschen schneller. Ach, wen? Das heißt, es ist nicht. Zuba den EP-Teiler wegnehmen. Hä? Also, wenn die EP halbiert. Wären die wirklich halbiert? Ich meine, beim Dings war wohl nicht. Ich meine, nur das andere Pokémon kriegt die Hälfte und das andere kriegt die voll. Irgendwie sowas war das doch. In der Gen noch nicht. Scheiße. Du kannst ja. In der 6. Gen ist das auf jeden Fall so. Da kriegt das noch. Erste kriegt die ganz normalen Erfahrungspunkte, wenn ich das so richtig im Kopf habe, und die anderen kriegen halt die Hälfte. Du kriegst ja sogar Erfahrungspunkte, wenn du ein Pokémon fängst. Also ganz please. Ehrlich, das will ich schon seit der 2. Gen haben. Im Ernst? Weil es einfach Sinn macht. Ja, schon, aber nicht unbedingt fürs Pokémon. Ja, es hat doch Kämpfe drin. Der Trainer braucht Erfahrungspunkte. Naja, nicht immer. Nicht immer. Manchmal setzt du es nur ein. Ja, kommt auf das Pokémon an. Wenn du so einen Raupi hast, ja, dann. Aber wenn du so richtig lange an einem Pokémon mal hängst und das unbedingt fangen möchtest. Mein Gott. Manchmal. Keine AP mehr für die Attacke. Perfekt. Ja. Hatte ich mir auch gerade so. Das System finde ich immer noch ein bisschen komisch, aber wie willst du Pokémon sonst aufziehen? Die können ja nicht unendlich Attacken haben. Oh. Obwohl man eigentlich so meinen dürfte, dass ein Pikachu so einen Eisenschweif eigentlich dauerhaft einsetzen sollen dürfte. Ja. Ich meine, ist aber nur meine Meinung. Ja. Wobei interessanterweise ist Pikachu tatsächlich im physischen Angriff etwas stärker als im speziellen. Lustigerweise. Obwohl es im Anime fast nur spezielle Attacken einsetzt. Es ist ja also auch darauf getrimmt. Eigentlich. Ja. Hey, ein King Plim. Kling Plim. Dem. Hey. Mag Palimpalim. Palimpalim ist, glaube ich, als der seltensten Pokémon in der dritten Generation, ja. Ja, verdammt selten. Es ist genau der gleiche Scheiß wie bei Barschwar. Und bei Kindrum. Oder, ja. Es gibt sie nur da. Und nur an dieser Stelle. Ich auch nicht. Und auch nur auf dem Pyroberg war das in dem Fall. Ich glaube auch noch ab einem bestimmten Punkt. Ja. Gab's, glaube ich. Ganz oben, wenn du quasi bei den, wo du die Kugeln kriegst, bist. Ja. Das ist so dumm. Hey, hey, hey. Und weißt du, wie wir uns damals gefreut hatten, als einer dann da dieses dämliche Palimpalim hatte? Tausch! Ich habe eine Smaragd-Edition! Tausch es mir rüber von deiner Saphir-Edition! Ich kann's klonen! Dann kann ich Pokémon einmachen! Yay! So war das ohne Scheiß, Grundschule. Vorm Unterricht. Ja, vorm Unterricht noch. Das waren Zeiten. Ist Martin noch da? Martin ist noch da. Martin kann das bestätigen.
Erinnerst du dich daran, Martin? Ja, okay, bei mir war es keine Grundschule mehr. Bei mir war es schon Realschule. 4. Klasse. Hey, nee. Nach 3 Versuchen nicht auf der Grundschule. Du hattest es nicht, definitiv. Das weiß ich. Ja, das hatte, wie heißt er? Vlad hatte das gehabt. Als allererstes. Auf seinem Saphir. Ich glaube, in der Grundschule hatte ich nur Rot. Wie alt bist du? Ich werde 27. Verdammt. Ich bin alt. Ich bin sweet. Internet bin ich alt. Ich bin ganz süße 19. Yay. Ey. Was wird richtig auch geil. Ich finde es sowieso interessant immer, wenn ich irgendwo im Laden Spiele kaufe. Normalerweise habe ich immer so ein Kinnbart. So, wenn ich mir den abrasiere, dann werde ich nach dem Ausweis gefragt. Wenn ich den ranlasse, werde ich nicht gefragt. Das ist so geil, wenn ich mir irgendwelche Spiele ab 18 hole. Lol. Muss positiv so sehen. Muss positiv sehen, du bist dafür jünger eingeschätzt. Ja, so kann man es sehen. Himmelturm, Duellturm. Ja, Unterschied so in der Richtung finde ich doch schon teilweise etwas heftig. Ja, Martin, nicht Himmelturm, sondern Duellturm. Vom Himmelturm kannst du nicht klonen. Ich weiß nicht, ob du das, wie das funktioniert hat. Das Duellturm. Ich hab noch ein altes Video von mir. Aber das blende ich euch jetzt ein. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Sehr gut. Steinaltes Video, wo ich das erkläre. Boah, das ist super. Gott. Wie er es von seinem Gameboy abgefilmt hat. Nee, so alt nicht. Alt, aber nicht so alt. Hallo, ich bin der Chadi. So alt das auch ist ein nicht. Video von mir. Ich sagte schon, alt, aber nicht so alt. Schade. Aber ich muss mich zumindest in meinem alten Account einloggen. Wie viele Leute alte Accounts haben? Ich habe nur den einen. Ich habe den alten. Ich musste ja den Account wechseln damals. Mhm. Weil AdSense. Beschwert. Okay. Jetzt kommen wieder die ernsten Dinge des Lebens. Pokémon trainieren. Das ist es. Die ernsten Dinge des Lebens. Ja, mega Sorge. Ich schlafe? Kacke. Okay. Ey, ich bin Level up. Fast, glaube ich. Ich habe nicht drauf geachtet. Apropos, es müsste das Windows-Update. Hat schon jemand eine Benachrichtigung bekommen zum Updaten? Das müsste heute rausgekommen sein, Windows 10. Ich wollte gerade fragen, welche Version von Windows? 10, Home. Ja, 10 habe ich nicht. Ich bin noch auf 7. Hä, warte mal, ist das Level abgegangen, aber es hat sich nicht entwickelt. Dann hat es noch nicht ganz die 220. Ficken. Du hast gesagt, auch durch Rumlaufen geht das? Ja. Steigert auch alle 200 Schritte, ein Punkt. Wie viel müsstest du haben nochmal? 200? Wie viel meinst du, hattest, wenn 200, du schon zwei Herzen hat? 200 hat es auf jeden Fall und 220 braucht es. Dann renne ich und jetzt jeder rum. Jeder Kampf bringt auch Zuneigung. Wie viel Zuneigung? Ich habe die Seite gerade eben zugemacht. Mann, unprofessionell. Wenn es besiegt wird, sinkt die übrigens wieder. Es wurde nicht besiegt. Das ist gut. Da rennt sie rum. Es hat definitiv 2. Wie gesagt, über 200 ist es dann schon. Wenn es 3 hat, sage ich Bescheid. 3 kannst du nicht kriegen. Es kann nur noch 2 große Herzen kriegen dann. Dann ist Ente. Was, Ente? Also Ende, meinst du? Richtig. Ente. Du bist mir auch so eine Ente. Fang dir deine WC-Ente, Mann. Weißt, welches mit dem Pokémon Schnabel ich damit unter den Rand. Du weißt aber, welches Pokémon ich meine, oder? Ja. Welches? Picolente. Genau. Wie es heißt. Ja. Das Vietnam-Flashback-Pokémon. Genauso wie Psiao. Es starrt einfach nur so. What is happening? Es ist halt die WC.
Es ist halt, nein, das Staat nicht wegen Vietnam oder so, sondern wegen WCs. Oh Gott. Oh, der war böse. Ich hätte gern einen Fanart davon. Mach das mal einer. Ich bin scheiß in sowas. Oh, das wäre. Ah. Am besten also so Pico Ente aus dem WC rauskommen, dann einfach so, ich fühle mich so dreckig. What the fuck? Man merkt, es ist spät. Ja, ich sollte ins Bett. Eigentlich. Kann es sich jetzt mal langsam entwickeln? Das wäre voll sweet. Das ist noch hast du Level-Up schon? 26? Ich hänge ein bisschen hinterher hier. Ich habe schon 2 Level-Ups hinterher. Das ist schon Level 28. Nee, also davor. Also es war erst Level 23. Irgendwie ja. Oder so. Das ist schon irgendwie 2-3 Level höher. Ah, komm, ich guck mal kurz. Internet, please. Weh, das ist auch so grottig, wenn ich frei habe, dann krieg ich Krise. Nicht wünschenswert, definitiv nicht. Nee. Mir hat's schon gereicht, als ich hier eingezogen bin, dass ich erstmal eine Woche kein Internet hatte. Boah. Ich hatte auch mal irgendwie Wochen. Ich habe 6 Wochen vorher gesagt, wann ich einziehe. Ja, kannst vergessen, musst du mindestens also meinem Internet hat mir da Bescheid gesagt, dass ich da gerne Internet hätte. Mhm. Aber, der Techniker muss vorbeikommen. Weil mein Vormieter meinte, das Schlimmste war echt, ich hatte einen neuen Internetanschluss bekommen, ne? Also alter weg und dann durch einen besseren ausgetauscht, so von 6K auf 16K. Ja. Da hieß es so, ja, da muss nichts gemacht werden, das passt schon so, ne? So, was war? Internet gewechselt. Ich denk so, also, ich hab kein Netz. Und dann das ganze Wochenende lang. Hatte ich kein Internet. Und was war dann? Hat ich halt so angerufen, halt mal rumgemeckert, so, yo, was geht, ne? Dann kam dann der Typ, hat erstmal hier so rumgeprobiert, funktioniert doch alles, unten von oben nach unten, also wo der Verteilerkasten ist, also im Haus, bis zur DSL-Box, funktionierte. Aber es kam kein Signal unten an. Also das Signal von der Außen halt, ne? Also die Leitung kam nicht an. Ja, was war? Ja, in der Technik bei denen war das falsch verbunden. Sehr gut. Sprich, irgendjemand anderes hatte das ganze Wochenende lang meinen Internetanschluss, was ihn nichts brachte, weil er die Zugangsdaten dafür nicht hatte, ne? Aber ja, klar. Trotzdem, irgendjemand anderes hatte meinen Internetanschluss. Super. Und ich das ganze Wochenende ohne Internet. Und ich denke so, das ist ich wollte Animes schauen. Ich wollte Animes gucken, Mann. Das war kacke. Ja. Ich wollte auch eigentlich was anderes machen. Kann ich mir vorstellen. Woche, wo ich kein Internet hatte. Ja, gut, oh mein Gott, dann habe ich endlich mal Kingdom Hearts durchgespielt gehabt. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe sogar Fernsehen geguckt. So tief bin ich gesunken. Ich habe, glaube ich, also wirklich richtig Fernsehen geguckt, habe ich, glaube ich, die letzten 4 oder 5 Jahre. Ey, sag mal, du hast gesagt, es muss schon über 200 von der Freundschaft haben, wenn es diese 2 Herzen hat, ne? Es hat sich jetzt bei den Wochen beim nächsten Level-Up schon wieder nicht entwickelt. Please, Mann! Ich muss dazu sagen, je höher die Freundschaft ist, desto langsamer wächst sie. Das heißt, du bist jetzt über 200, dann bringt zum Beispiel ein Level-Up nur noch plus 2 anstatt plus 5. Ist das hier ernst gemeint, dass das 128 Schritte eine Chance von 50% hast, plus 1 zu geben? Was ist das für ein Bullshit? Moment. Also ich sag mal so, wie viele Schritte habe ich insgesamt? Ach nee, das ist nur in der 6. Gen. Ich hab 24.000 Schritte. Ja, aber seitdem du Dingens dabei hast. Ich laufe auch schon wieder erst ab dem Moment, wo du es dabei hast. Locker auch schon 10.000 Schritte. Ich bin ja die ganze Zeit da in dem einen Dings da hin und her gelatscht. Ja. Vitamine hast du keine, ne? Also Protein, nicht. Eisen oder so ein Scheiß. Kann ich mir nicht leisten, ich bin arm.
Ich habe zwar jeden Trainer bisher besiegt, aber hey, ich habe gerade mal den zweiten Orden. Super, das ist auch am Arsch der Welt. Beziehungsweise kommst du noch gar nicht hin, um das zu steigern. Schleide ist erst die nächste Stadt. Es entwickelt sich! Yay! Yeah. Mein Gott! Es hat sich gelohnt, jetzt kann ich die Uhrzeit umstellen. Das kannst du wieder richtig machen. So, jetzt aktualisieren. So, meine Uhr geht da richtig. Gott. Sehr gut. Giftspitzen, soll ich einen Giftspitzen beibringen? Ist, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Mal gegen Kann was? Nicht schlecht sein, wenn du eine Lage draußen hast, dann ist es normales Gift. Und sobald du eine zweite Lage drauf hast, ist es toxisches Gift. Das wird dann jede Runde stärker. Was soll ich wegmachen? Ich habe Megasauger, sollte wahrscheinlich bleiben, weil es die einzige Attacke ist, mit der ich angreifen kann an sich. Also wäre Schaden ganz gut. Machen kann. Wachstum, Sorgensamen und Stachelsporen. Stachelsporen kann ich gut gebrauchen, wenn ich Pokémon fangen will. Also entweder Wachstum oder Sorgensamen. Moment, geh mal. Wachstum, weiß ich gar nicht, in der Generation hat es, glaube ich, der Körper wächst und der Spezialangriff wird erhöht. Der Spezialangriff, das ist eigentlich bei dem gar nicht so schlecht. Verdammt, die sind alle nicht schlecht. Sorgensamen ist halt die am speziellsten ist, sag ich mal. Also die nur in ganz, ganz speziellen Situationen hilfreich wäre. Mhm. Wenn halt ein Pokémon hast, was eine Fähigkeit hast, die du weghaben möchtest. Ja. Mir fällt ein, ich habe, glaube ich, seit 2 Stunden keine Werbung mehr geschaltet. Das kann gut sein. Mach ich jetzt um 2 Uhr dann. Und dann, glaube ich, verabschiedest du dich auch sogar, oder? Ja, komm, ich bin bis 2 Uhr noch dabei und bis zur nächsten Werbung und dann. Dann bin ich allein. Dann bin ich weg. Dann streame ich wahrscheinlich noch so ungefähr eine Stunde und dann ist auch Ende. Erstmal. Boah. Gut, jetzt ist die Frage aber, was weg? Was weg? Eins von beiden. Also wahrscheinlich dann Sorgensamen, oder? Halt ja, du könntest halt den Spezialangriff boosten, ist nicht schlecht bei Roselia. Mhm. Ist ja ziemlich gut. Und Sorgensamen, wie gesagt, ist nur in ganz speziellen Situationen. Da musst du auch sicher sein, dass das Gegenüber die Fähigkeit hat, die nervt. Halt Schwebe oder so ein Scheiß. Ja, ich glaube, es macht dann, glaube ich, eher wenig Sinn, dass in der Zeit. Darf ich mal erwähnen, dass die Pokémon da, wo ich trainiere, Level 13 sind? Ich mit einem Level 28er Pokémon. Das geht alles. Wie kriege ich nochmal Roserade? Leuchtstein. Wo krieg ich den her? Den kriegst du, glaube ich, aus dem Untergrund. Kannst du den finden. Immer dieser scheiß Untergrund. Willst du nicht das tolle Minispiel spielen? Nein. Muss sagen, das ist eine der Sachen, die ich wirklich lange gemacht habe in der 4. Gen. Nachdem ich das gekriegt habe, war ich erstmal, glaube ich, 2 Stunden nur im Untergrund. Und hab Scheiß gemacht. Ich versuche jetzt auch ein bisschen Zubat zu leveln. Was das jemand dachte? Dingens, ich dachte immer, wenn du dann das Pokémon, das EP-Teile hat, dann selbst nochmal mit dem Levels, kriegst du das doppelte EP. Also EP. Nee, so funktioniert das nicht. Schön wäre es aber, oder? Das wäre auf jeden Fall interessant. Okay, Zubat ist down. Zubat. Du bist ein Held. Ich komme jetzt wieder in eine Höhle, ich krieg bestimmt ein neues. Das kann sogar sehr gut sein. Ist wahrscheinlich auch so. Eieiei. Ich bin der beste Pokémon-Trainer, wie keiner vor mir war. Wow. Das Aufruhr. Muss man gerade gucken. Ist aber typisch bei Roserade. Steinentwicklung lernt danach keine Attacken mehr. Im Ernst? Ja. Bei Bande lernt es noch Attacken als Roselia. Moment, Seite late. Ab welchem Level? Seite lad schneller. Oh, gib mir mein Internet auf die Nüsse. Also Synthese lernst du auf Level 46. Also ab 46 sollte ich nicht mehr, oder wie? Ja, 46 ist auch die letzte Attacke, die es lernt. Mhm. Kurz vorher kommt noch Blättertanz auf 40, das ist auch noch ganz cool. Auf 25 schon Gigasauger. Fuck. Scheiße. Den hast du übersprungen. Der konnte nichts machen. Ich war gefesselt. Konnte nichts machen. Cheat. Konnte Knospi den später lernen? Ich guck grad mal. Wahrscheinlich ja. Konnte es. Ich konnte ihn lernen. Gucken wir mal, welche Seite.
Nö, Sorgensamen war das letzte. Da lernt es nichts mehr. Ich kann ein neues Kleinstein fangen. Hey. Yay, diese Freude. Ich habe das Kleinstein gekillt. Das ist sehr gut. Ich habe kein Medite, ich habe kein Kleinstein, kein neues Kleinstein. Ach ja, ist es nicht schön, einen Nuzlocke zu spielen? Also, die ist definitiv verloren. Ich weiß nicht, wie ich das noch rumreißen will, außer wenn ich meine Pokémon ein bisschen Level 100 hochpushe. Was halt ewig dauern wird. Muss halt nur immer 10 Level über den Arena-Leitern sein. Ja, und 20 Level über die Top 4. Dann klappt das schon irgendwie. Geht das schon. Obwohl, du hattest ja wie gesagt recht gehabt mit der Top 4 im Dings, ne? Obwohl die Pokémon von mir, die ich hatte, also die du mir gegeben hast, die waren auch eigentlich relativ weit unter den Pokémon von der Top 4. Ne? Also nach dem zweiten Mal. Ich hatte Probleme, aber ich bin bis Dragan noch gekommen und sein letztes Pokémon. Ja. Mega brutaler Lander. Dann war Ende. Weiter ging's nicht. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, als ich danach, ich habe auch nicht nachgesehen, ob es da noch Rematches gibt, ob die stärker waren. Ich bin einfach auch zum Trainieren, weil ich da noch keine Terra-Basen hatte, bin ich da rein. Ja, komm, nimmst du. Also, Rematches konnte ich dir schon aus dem alten Teilen sagen. Das war da auch schon so. Ja, aber ich habe gedacht, ja, so ein bisschen stärker sind sie. Dass sie dann alle Mega-Entwicklungen haben, ist was anderes. Das, ja, okay. Das war, what the fuck? Das war ein bisschen krass. Boah, er hat mich vielleicht auseinandergenommen. Wow. Habe ich schon beim ersten Mal auseinandergenommen. Das auch. Ich habe in meinem LP, hatte ich nur noch meinen Starter. Den hatte ich auch kurz vorher nur wiederbelebt. Ich hatte noch Gigastoß gemacht. Der Gigastoß hat, es hat Gigastoß überlebt. Ich hatte nur noch meinen Mega-Starlos. Ich hatte nur noch meinen Mega-Starlos. Alle anderen waren weg. Ich hatte Sumpex nur und das hatte ich schon mega entwickelt. Ich hatte es halt gerade wiederbelebt. Hm. Das war etwas Abfuck. Es war nicht einfach gegen Troy. Also, die haben uns gezeigt, dass dieses Dings davon wegen Pokémon würde immer einfacher werden, überhaupt nicht stimmt. Nee. Also zumindest an dieser Stelle. Zumindest solange sie es eigentlich so machen, wie bis zur vierten Gen haben sie es auch noch gemacht, dass die Top 4 hintereinander kommen, sodass man sie auch leveltechnisch erhöhen kann. Nicht so wie ab der fünften, wo du dir dann aussuchen kannst, wen du nimmst. Ach so, ja, das war seltsam. Dann hast du das Problem, dass das Level gleich sein muss von denen. Das heißt, sie sind alle gleich schwer. Beziehungsweise gleich leicht. In dem Fall. Gleich leicht. Das war schon relativ einfach, muss ich zugeben. Also fünfte Gen. Ja. Also ich meine, sogar ich habe eigentlich fast jeden aus der Top 4 gewonnen. Es war echt nicht schwer. Was ich lächerlich fand in der fünften Gen, also in Schwarz normal, also in 1, den 8. Arena-Leiter irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir gedacht, Drachen-Pokémon. Bisher immer wirklich richtig krasse Typen, die echt schwer waren teilweise. Mhm. Und da irgendwie so, das war der Arena-Leiter? Also bei mir war der, glaube ich, in 2 war der, glaube ich, sogar stärker, oder? Ja, da war er stärker. Da war er, glaube ich, der 7. Arena-Leiter sogar. Ich glaube ja, aber er war trotzdem der Wassertyp. Er war trotzdem stärker, meine ich. Also er war nicht einfach. Nee, der war da nicht einfach, aber ich weiß nicht, ich hatte mir vorher, glaube ich, sogar noch extra Maxas gefangen. Mhm. Weil ich gedacht habe, ja, Drache gegen Drache, da habe ich einen leichten Vorteil. Das Ding habe ich nicht mehr eingesetzt. Ich habe meine Standard-Pokémon genommen. So, ja. Wozu hast du jetzt 1,5 Stunden das scheiß Maxas trainiert? Jetzt hast du zumindest einen Maxax. Ja. Haben oder nicht haben. Das ist dann auf der Box vergammelt. Ich habe mein normales Team wieder genommen. Mein Gott. Ah, sowieso so manche Sachen an Pokémon stören mich immer noch, aber es ist trotzdem eine tolle Spieleserie. Ich habe Select nicht belegt. Lol. Okay. Wieso habe ich Select nicht? Ich kann mein Fahrrad nicht einsetzen. Auf jeden Fall nicht mit per Schnellwahl. Das macht man. Im Normalfall macht man das immer. Das ist übrigens nicht Select, es ist Y. Das ist Y. Also, dann. Ich hab mich jetzt gerade. Ich bin's von den alten Teilen gewohnt, okay? Ja, es ist aber ab Gen 4 nicht mehr so. Hey. Was für ein Forschersack.
Ich wollte irgendwie, dass ich zum Dings gehe und mir so einen Forschersack aus dem Pokémon Center hole. Für den Untergrund. Anscheinend. Kann ich in den Untergrund schon rein? Ich meine, ja. Das müsstest du in der Stadt kriegen. Neben dem Pokémon Center das Haus. Ach so, neben. Ich dachte, ich hab's nee. So überflogen. Nee, neben dem Pokémon Center. Der Untergrund ist halt, das Minispiel ist etwas doof. Wahrscheinlich von dem alten Sack. Ja. Hallo Kind, darf ich dir meinen Reisesack geben? Meinen Untergrundsack? Was? Bitte? Was haben sie gesagt? Darf ich dir diesen Reisesack geben? Ach so. Das ist aber der Forschersack. Ja. Ab in den Untergrund! Yay! Ab auf den unteren Bildschirm. Was nichts bringt, weil ich keine Internetverbindung habe. Du verstehst, oder? Ja, ja. Das funktioniert ja eh nicht mehr. Ja, Aufa. Setz dich bitte auf dein Fahrrad, halt's Maul. Oh, ein Pikachu! Oh, das war ein Pikachu. Pika, oh Gott! Oh, Ponita versus Ponita. Who's winning? Ponita. Aber meins. Ah, das ist so ein Radweg, wo du automatisch nach unten fährst. Lol. Ach, das ist so einer noch. Hier kannst du bestimmt sehr gut Poke-Eier ausbrüten. Muss immer nur noch rum. Weil man sagen muss, ich glaube, in jeder Generation, wo du züchten kannst, ab der zweiten, hast du vor der Pokémon-Pension immer eine Möglichkeit, ziemlich gerade hin und her zu fahren. Ja, hat man auch. Also in XY definitiv. In XY machst du das aber nicht da. Da fliegst du nach Illumina City in die Mitte und fährst im Kreis. Okay. Brauchst du nämlich nur den Ding ist das Circle Pad einklemmen und dann fährst du die ganze Zeit im Kreis. Da gibt's nämlich kein Hindernis. Du fährst die ganze Zeit um den Turm rum. Okay. In Omega Rubin und Alpha Saphir, da machst du was ähnliches. Da gehst du im Kampfresort an eine Ecke rein, an eine bestimmte, und klemmst das Circle Pad nach oben ein. Dann fährt der rund um die Insel die ganze Zeit, weil sobald du an die nächste Ecke stößt, schwenkt die Kamera und der zeigt wieder nach oben. Das heißt, der fährt dann wieder nach oben weiter. Dann fährst du auch wieder. Der ist halt im Kreis. Das ist nicht so schlecht. Und du kannst mir sagen, was du willst. Das haben die extra so designt. Nur zum Züchten. Nein. Niemals. Das ist so bescheuert. Die würden doch niemals an dich denken. Ey, die haben so viel verbessert im Züchten in der 6. Gen. Das ist unglaublich. Allein die Möglichkeit, den Phantom-Knoten zu benutzen, um 5 DVs zu vererben, anstatt nur 3. Das ist so geil. Mit dem Phantom-Knoten. Der hat bisher nur eine Sache bewirkt. Was ist der Phantom-Knoten? Bisher, bis zur 6. Gen, hat er nur bewirkt, dass, wenn ein Pokémon das trägt... Was ist das überhaupt? Ist das ein Item? Item zum Tragen. Okay. Das kannst du einem Pokémon geben zum Tragen. Und bis einschließlich Generation 5 hat es nur bewirkt, dass, wenn ein Pokémon das hält, dass beide quasi eine Nullrunde haben, weil beide in dieses Ding vernarrt sind. Okay. Das heißt, eine Runde ist nichts passiert, was nicht wirklich viel bringt. Aber halt mit der 6. Gen hat es noch die Möglichkeit dazu gegeben, dass du beim Züchten statt 3 DVs, die normalerweise vererbt werden, 5 DVs vererbt werden. Und so kannst du natürlich extrem schnell züchten. Okay. Oh. Ah, ich kann jetzt hier hoch und runter fahren. Geil. Jetzt bin ich wieder in Erzlingen. Hype. Yay. Hau doch mal rein, Alter, noch mal aufs Maul. Aber ich kann da nicht mehr hoch. Ich hab doch ein Eirad, oder nicht? Du hast ein Gangrad. Du musst, glaube ich, irgendeinen Knopf drücken, dann schaltest du einen Gang höher. Beast. Ach, ich kann hier wieder ein Poké... Nee, kann ich nicht. Auf Route 206 kann ich nicht. Ich hab Zerschneider. Dieses Mal sollte ich vielleicht ein Pokémon fangen. Und es nicht töten. Es wäre vielleicht nicht schlecht. Habe ich noch Bälle? 4 Stück. Ich muss noch ein paar Pokebälle haben. 4 Stück. Kleinstein! Awesome! Ich hasse Kleinstein mittlerweile. Ich hasse dich! Trickstein!
Das ist Stampfer. Ey, das kann ich sogar noch ein paar Mal machen. Yay! Wir haben Kleinstein! Yay! Ich bin so... Noch ein Kleinstein. Yay! Kleinstein-Hype? Yay! Nein! Ich müsste so ein Bild an den, bei den Subscriber einfügen. Kleinstein! Hm. Hä? So. Kleinstein werden können. Kleinstein. Ja, okay, Kleinstein hat die höchste Fangrate, also höchste Wahrscheinlichkeit mit 30%, wenn ich das richtig sehe. Ja, geil, ich hab Kacke. Es hätte noch ein Macholo. Was wahrscheinlich geil gewesen wäre. Macholo wäre ziemlich cool gewesen, halt Ponita wäre noch drin gewesen oder Skorgla. Skorgla wäre wahrscheinlich geil gewesen. Oder? Weiß nicht. Skorgla wäre ganz lustig gewesen. Skorgla hat vor allem eine hohe Verteidigung. Aber halt die durch Flugbodentyp eine ziemlich heftige Eisschwäche. Ah. Aber schauen wir mal. Das ist auch ein geiler Name, Lea. Lea. Ja, so heißt ist der Nutzer. Lea. Das Pokémon ist Lea. Innerlich Lea. Nee, Lea von innen ist höchstens ein Ninja-Turm. Lea ist übrigens auch eine Stadt. Da habe ich mal gewohnt. Aha, wusste ich noch gar nicht.